Kanal. Heute habe ich mal ein Video der besonderen Art für euch. Und zwar ist es wirklich ein Thema, wo sich jetzt, ich denke mal, viele von euch die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden und sagen, oh mein Gott, Michelle, ernsthaft? Also, ich möchte euch heute gerne was ganz Interessantes vorstellen, und zwar Perücken. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist momentan unter den YouTubern und Bloggern so, und auch ja, ich denke mal 80% von euch hat es bei DSDS oder generell durch YouTube mitbekommen. Shireen David ist auch großer Perückenfan im Kommen. Also es ist unter den Bloggern und YouTubern im Kommen und auch unter den Stars. Und ja, jetzt ist es eben soweit, dass es auf YouTube rumgeht. Ich wurde angeschrieben netterweise von donnalovehair.de, ob ich nicht Lust hätte, mal so eine Perücke zu testen. Und da habe ich gedacht, Mensch, warum eigentlich nicht? Ich bin ja auch von Extensions nicht abgeneigt, habe auch selber welche. Und also irgendwie erinnert mich das so alles an vor, weiß ich nicht, vor, sagen wir mal, 8 Jahren oder so, wo das Gefühl so krass bei mir jetzt in der Umgebung losging, ungefähr roundabout. Ich weiß jetzt nicht, wie lange genau, aber ihr wisst es wahrscheinlich selber, wo es losging mit den Acryl- und Gelnägeln. Das war früher ja, wenn man das hatte, ich weiß noch, wo ich angefangen habe, da war das so ganz, und gucken die Leute und es ist künstlich. Und heutzutage in der Gesellschaft, es gibt Lash-Extensions, es gibt Fake-Wimpern, wie ich jetzt drauf habe. Die Menschen haben gemachte Brüste, aufgespritzte Lippen, es gibt ja, alles mögliche Extensions, finde ich persönlich, sind ja mittlerweile auch schon gang und gäbe. Ja, und jetzt kommen eben die Perücken ins Spiel, was ich sehr interessant finde. Und wie gesagt, ich habe gesagt, hey, warum denn nicht mal ausprobieren, wenn man das Angebot bekommt. Ich werde für dieses Video nicht bezahlt, das ist ganz wichtig vorab für euch zu wissen. Also ich mache das aus freien Stücken, weil ich da Bock drauf habe und habe eben mir 2 Perücken aber umsonst aussuchen dürfen. Genau. So, Perücken, die Perücken kamen in diesem Karton. Ganz süß, erinnert mich so ein bisschen an so die Douglas-Boxen. Und hier steht Donna Love Hair, Love is All, Enjoy. Ja, der Karton ist leider kaputt angekommen. Das hat aber damit zu tun, dass sie 2 Perücken in einen getan haben. Normalerweise ist das nicht der Fall und der Karton kommt heile bei euch an. Das heißt, man kann den dann auch ganz schön nehmen, auch um was aufzubewahren. Genau, mit in dem Karton auch enthalten ist einmal das, wie nennt sich das? Cool Mesh Waving Cap. Auf jeden Fall so ein Haarnetz. Ja, ich habe es auch schon im Favoritenvideo gesagt, meine Nägel sind abgebrochen. Ich weiß, braucht ihr mich nicht in den Kommentaren darauf aufmerksam machen. Ich muss morgen unbedingt los und ich fühle mich auch schäbig, aber ich dachte, ich mache das Video trotzdem. Genau. Also einmal diese Cap. Hier ist sogar so eine Anleitung drauf, wie man das Ganze fabriziert. Genau. Und da waren natürlich 2 drin, weil ich auch 2 Perücken habe. Und so sieht das Ganze hier aus. Moment, sieht aus wie so ein, ja, wie so eine Strumpfhose. So, genau. Verpackt kamen die Extensions jeweils auch in so einem schwarzen Netz und hier in so einer Plastiktüte, dass sie auch gut und sicher transportiert bei euch ankommen. Und auch ganz süß mit dabei enthalten ist so eine kleine Paddle Brush. Erinnert mich so ein bisschen an so eine Art Tangle Teaser. Und ist auch ganz schön von der Form. Habe ich jetzt auch schon die Tage benutzt, um normal meine Haare zu kämmen. Ja, genau. So, und jetzt fragt ihr euch sicher, wie hast du diese Perücke überhaupt raufbekommen? Ihr habt es ja jetzt in der Anfangsszene gesehen und euch wahrscheinlich erschrocken, was mit Michelle passiert. Ihr habt gesehen, ich hatte dieses Prachtstück hier in der Anfangsszene drauf und wow. Also ich kann euch schon mal so viel sagen, als die ankamen, war ich ganz schön ja, überrascht positiv, denn die Perücken sehen wirklich noch viel schöner aus, als sie auf den Online-Abbildungen ausschauen. Also das kann ich euch schon mal sagen. Und da bin ich wirklich sehr positiv überrascht. Es handelt sich jetzt bei beiden Perücken, die ich habe, um Synthetika. Es gibt auch echte Perücken. Auf der Seite gibt es auch Extensions. Aber ich habe mich jetzt für Synthetika entschieden, weil mir die von der Farbe, Länge und von der Form, also jetzt in dem Fall Locken, gefallen haben. Genau, aber da könnt ihr gucken, falls ihr Interesse habt, auch sei es Leute unter euch, die Theater spielen oder so. Da gibt es allerhand. Ja. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist das? Das Stück war praktisch nochmal hier vorne dran. Könnt ihr euch so vorstellen. Das Ganze muss man aber abschneiden, bevor man sie trägt, weil das möchte man ja nicht auf der Stirn haben. Ja, und ich muss sagen, ich hatte die Perücke ja schon auf, auch vorher zu Hause schon, wobei ich sie die ersten Tage mir nur so zu Hause aufgesetzt habe, ohne Netz, weil das wollte ich jetzt das erste Mal mit euch probieren.
Und ich zeige euch das nochmal hier unten, weil ihr euch bestimmt fragt, wie macht man das Ganze denn fest. Ups, ihr habt, das sieht halt aus wie, ja, es ist eine Perücke, ne? Vielleicht kennen das einige von früher aus der Faschings-Karnevalszeit oder generell vom Verkleiden, vom Theater, Schultheater oder so, dass das eben, ja, so aussieht, wie es ausschaut. Und hier haben wir wie so Art, ja, so Spangen, die man sich dann praktisch unter die Haare schiebt. Ja, ich muss sagen, die Farbe finde ich genial. Das ist so ein richtiges, kühles Graublond und ich feiere das ja, ihr wisst es ja. Ich habe ja mega den Ansatz, ich muss unbedingt zum Friseur, habe es zeitlich momentan nicht geschafft. Viel um die Ohren und ja, ich muss aber echt dringend wieder hin. Jetzt gucke ich mal, wie machen wir das Ganze mal rauf. Ich würde sagen, muss man natürlich aufpassen mit der Schminke und so. Ups. Machen wir mal hier mal den ersten Versuch. So. Genau, ich nehme jetzt das Dicke hier für meine Haarkontur. Gott, da muss man auch aufpassen für alle, die lange Nägel haben, dass man das jetzt nicht kaputt macht. Und das wird jetzt äußerst erotisch, das Kopfkondom. Scheiße. So, jetzt muss ich selber mal gucken. Ich mache das Ganze jetzt mit euch das erste Mal mit Netz und das erste Mal auch über den Kameradisplay. Denn, ja, ich kann hier keinen Spiegel irgendwo hinstellen, weil hinter mir ist eine Wand, also hinter der Kamera. So, die Ohren natürlich raus, weil die wollen wir ja sehen. So, und jetzt ist das Ganze, sieht das so aus. Und das Netz ist sehr, sehr elastisch. Jetzt muss ich mal gucken. Ich sehe halt echt nicht viel, wie wir das Ganze jetzt verpacken. Ich glaube, ich zwirbel mir das. Man soll sich keinen Dutt machen, weil man natürlich dann hinten auch so einen Knödelkopf hat, ne? Deswegen lege ich das jetzt, glaube ich, hier einfach rein und ziehe mir das Netz darüber und klemme das nochmal sozusagen unter das Netz. Zack. Genau. Ja, klappt, finde ich, oh, wenn es jetzt nicht rausflutschen würde, an sich eigentlich schon relativ zügig. Dafür, dass ich jetzt das erste Mal mache, sage ich mal. So. Ist halt blöd, wenn man nicht sieht. Aber eben macht das ja jetzt nicht unbedingt vor der Kamera, sondern könnt dann ja vor euren Spiegel gehen und ja. Gut, jetzt ein bisschen guckt hier was raus gerade. Aber das kann man dann ja einfach nehmen und sich hier noch mit unterzwirbeln. Ja. Soweit, so gut. Sexy, würde ich sagen. Und jetzt probieren wir das doch mal mit den Spangen. Also, das Ding ist übrigens mega schwer und ich hatte noch nie so viele Haare auf dem Kopf. Jetzt muss ich mal fühlen, wo wir die Spangen haben. Und ich glaube, das ist nicht ansatzweise einfach. Oh, hält aber sehr gut im Netz. Also ich habe die eine jetzt gerade schon drin. Jetzt nehmen wir mal die zweite. Und ja, es sieht ohne, wir kommen da gleich noch zu, ohne Mütze, irgendwas auf dem Kopf, sehr künstlich aus. Noch. So. Ihr denkt jetzt erstmal, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Wir sind auch noch nicht fertig. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Also. Das sieht erstmal noch richtig schön bescheuert aus. Ich muss auch sagen, zu dem Thema kommen wir gleich, ich würde die nie ohne Mütze tragen. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, dass es eine Perücke ist. Also ja, irgendwo ja, aber irgendwie auch nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie es an der Kamera wirkt. Aber ja, gerade das ist halt hier sehr, also ich finde, man sieht es, beziehungsweise man fühlt sich auch unwohl, weil es eben, ja, was ungewohnt ist. Soweit sitzt die jetzt erstmal fest. Bombenfest, muss ich sagen. Wie gesagt, ich hatte das ja noch nicht mit den Spangen fest. Ja, soweit, so gut. Jetzt hole ich mal eben kurz was. Moment. So, boom. Ja, also da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt gerade meine Mütze geholt. Ich musste mal in dem Schrank von meinem Schatzi wühlen, denn ich besitze tatsächlich keine einzige Mütze. Und ich wollte euch das ja einmal demonstrieren jetzt nochmal. Ich hatte mir jetzt nur einen Seitenscheitel geteilt. Zu dieser Seite hin eben mehr Haare hier auf der Seite und nur die Mütze aufgesetzt und die einmal kurz durchgekämmt. Das hatte ich jetzt nicht gefilmt, weil ich eh die Mütze kurz holen war.
Ja, also so sieht das Ganze aus. Ich sehe jetzt natürlich, habt ihr am Anfang, wie gesagt, schon gesehen, aus wie ein komplett anderer Mensch. Ich muss sagen, sobald ich die Mütze aufhabe, fühle ich mich schon doch wohl und auch ganz schön, wenn man das so sagen darf. Dadurch, dass ich mich sowieso ja mit dieser Haarfarbe identifiziere und alle, die mich kennen, wissen, das bin ich. Natürlich nicht mit so langen und vielen Haaren. Aber ich muss schon sagen, mal ab davon, dass es utopisch ist, so volle Haare zu haben, wenn sie nicht echt sind, fühle ich mich damit schon echt wohl und identifiziere mich mit dieser Farbe. Und ich finde, das sieht auch verdammt gut aus. Also ich wünschte, ich hätte so eine Haare natürlich. Ja, dadurch, dass man eben die Mütze auf hat, fällt hier dieser Ansatz weg. Und dadurch, dass es eben so abgerundet ist, finde ich halt schon, dass man sieht, dass es eine Perücke ist. Ja, aber ich glaube durchaus in der Winterzeit, in der Mützenzeit, kann ich mir vorstellen, diese mal zu tragen. Ich finde, das ist jetzt wirklich sehr, sehr viel Haar, sehr langes Haar. Ich gehe nochmal zurück, beziehungsweise zeige euch das mal so. Ihr seht, das ist mega lang. Es kommt jetzt auch, wie gesagt, schon gelockt. Das ist die Art der Perücke. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit einer Perücke, die noch ein bisschen kürzer ist, nicht ganz so lang und ein bisschen, oh, jetzt habe ich hier über Haare, ein bisschen weniger voll, dass es da nochmal angenehmer ist, sie zu tragen. Wobei ich die jetzt halt auch echt nicht schlimm finde. Das kommt halt drauf an. So oder so künstlich, ganz klar. Aber man kann die auch sonst schneiden noch. Ja. Und dann fände ich sie richtig geil, wobei ich sie so lassen werde, weil ich lange Haare liebe. Und es ist einfach, es ist eine Prachtmähne, ne? Kann man mal so sagen. Ist schon schön. Ich finde sie auf jeden Fall super für YouTube, für Blogger, für Instagram-Fotos, Fotos, für außergewöhnliche Make-up-Looks, wo man dann damit das so verändern kann. Denn man kann die halt in allen Farben bestellen, auch da gibt es geile Lilane und so. Das hat mich ja auch gereizt, aber ich dachte mir mal ein bisschen auf dem Boden bleiben, wenn es schon eine Perücke ist. Ja, wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Also, ich finde es irgendwie geil. Also ich weiß nicht, im Sommer so kann man das nicht tragen, weil man es eben nicht mit Mütze tragen kann. Aber so finde ich das auch für Fotos gerade und so finde ich es echt cool. Und ich bin mal sehr gespannt auf eure Meinung. Ist natürlich noch ein sehr, sehr neues Terrain, aber wie gesagt, Perücken sind im Kommen. Ich sag's euch. Ja, für alle, die Perücken bestellen wollen, die entweder sowas ausprobieren wollen oder auch YouTube machen und vielleicht auch da mal Interesse dran haben oder gar für Leute, die halt auf der Bühne arbeiten, im Theater, im Schauspiel, setze ich euch mal einen Rabattcode in die Infobox. Einfach nur meinen Namen bei eurer Bestellung eingeben, Michelle mit einem L und dann bekommt ihr 7 Euro auf die Perücken. Das sind jetzt nicht die hochwertigsten, teuersten Perücken, da gibt es weitaus teurere. Die kosten so um die 100 Euro auf der Seite, was ich wirklich gut finde für die Qualität. Es sind synthetische Haare, das heißt, sie glänzen ein bisschen stärker als eben Echthaar, aber um das Problem, das heißt Problem, wenn ihr es nicht mögt, um davon ein bisschen wegzukommen, kann man einfach Babypuder oder Trockenshampoo ein bisschen reinsprayen, weil das mattiert ja bekanntlicherweise. Aber selbst mein Freund, muss ich sagen, als ich die provisorisch aufgesetzt habe, hat gesagt, wow, also mit Mütze sieht echt also gut aus. Und man sieht es nicht, sagt er hier jetzt bei uns im Flur, dass das extrem künstliche Haare sind, außer natürlich aufgrund der Fülle und der Länge. So, ja, ist schon krass, ne? Das ist eine ganz andere Michelle, macht gleich einen ganz anderen Typen aus einem. Ja, das ist Perücke Nummer 1. Und ich würde sagen, ich zeige euch die kurz mal so. Und zwar habe ich noch eine bestellt. Und das hatte folgenden Grund, denn ihr seht, der Trend, schwarzer Ansatz, graue Längen. Wie geil sieht die Farbe denn bitte aus? Genau so wollte ich es mir immer färben lassen mit meinem kurzen Longbob. Und ich habe mich nie getraut, weil wenn man den Ansatz schwarz färbt, dann wächst er ja auch logischerweise schwarz raus. Und um das dann wieder auf blond zu kriegen, braucht man schon seine Zeit. Deswegen bin ich beim letzten Friseurbesuch davon abgekommen und ich habe schon mehrere Friseurgänge überlegt, ob ich es mache. Und das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit, um zu gucken, steht mir das überhaupt? Und das Ganze, wie das aufgesetzt aussieht, zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr, ist das Netz vorne noch dran. Das schneide ich jetzt kurz ab. Netz behalte ich auf, weil da brauche ich ja das andere nicht, ist ja dasselbe. Und dann lege ich die mal an und dann zeige ich euch das Ganze mal in dunkler. Ich fühle mich wie früher, als würde ich meine Puppe kämpfen. Nur, dass ich die Puppe auf den Kopf kriege.
die zweite Perücke auf. Das sieht auch ohne Mütze wieder sehr, sehr komisch aus, weil das hier oben eben so voluminös ist. Wobei ich merke, gerade ein Stück kann ich den noch runterziehen. So. Und. So, aber dennoch ist es halt, ja, es ist krass ungewohnt, man das davon ab. Und eine haarige Angelegenheit, wortwörtlich, über diese Haare. Das überfordert einen, wenn man das gar nicht so gewohnt ist. Ich hatte früher auch so ganz lange Haare, aber noch lange nicht so dick. Ja, so, und jetzt gibt es nämlich einen Trick, und zwar Trick 17 kann man... Es gibt Perücken, die haben wohl schon vorgefärbten Ansatz, aber jetzt bei dem ist das ja so, dass hier der Ansatz auch schwarz ist. Dann nehmt ihr einfach einen Pinsel und ein bisschen Concealer. Habe ich jetzt den richtigen? Ja, wir nehmen jetzt mal Anti-Shadow. Eigentlich hautfarbenen, beziehungsweise... Moment, ich hole mal lieber hautfarbenen. So, ich habe leider keine hautfarbene Camouflage, deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen flüssigen auf die Hand genommen. Geht also vorsichtig mit meinem Pinselchen rein und dann... Gott, mit der Kamera gibt man das einfach vorsichtig auf den Ansatz. So. Gott, ich sehe halt irgendwie gefühlt gar nichts. Aber ihr wisst ja, was ich jetzt meine. Also vom Prinzip her versteht sich das, denke ich mal. Dann kann man das noch ein bisschen ausbürsten in den Haaren. Und natürlich macht man das dann selber vom Spiegel. So ungefähr. Ich würde, glaube ich, jetzt noch ein bisschen mehr machen, aber ungefähr, dass man halt ja auch wie einen natürlichen Ansatz hat. Ich mache das mal eben kurz vom Spiegel zu Ende. So, also ich denke, man sieht das in etwa, was ich meine. Wobei ich halt finde, wie gesagt, ohne Mützen sind diese Perücken wirklich als Perücken erkennbar. Ja, auch hier ist natürlich ein ungewohntes Gewicht auf dem Kopf, ganz klar. Aber mir ging das ja auch hauptsächlich darum, dass ich einfach mal sehe, wie ich mit dieser Haarfarbe aussehen würde. Und jetzt habe ich hier nochmal eine Mütze von meinem Schatz mir aus dem Schrank gekramt. Ist auch nicht mehr die neueste hier, glaube ich, so wie sie aussieht, aber egal. Für die Zwecke, denke ich mal, geht das. Und dann würde ich hier auch wieder eine Mütze drüber tragen und den Ansatz sozusagen und die Perücke kaschieren. Gut, dann sieht man halt jetzt nicht arg viel vom Schwarz, aber das macht nichts, finde ich, weil es geht ja überwiegend eh um das schöne Grau. Oh, ich finde graue Haare geil. Diesen Granny-Style, das gefällt mir schon echt ewig. Gefühlt seitdem ich das erste Bild damals davon gesehen habe, weil ich ja eh immer so ein Platin-Fan bin, dass das Grau ist, sei ja nicht so fern. Ja, auch hier richtig schöne Locken. Ich finde ja, das sieht richtig, richtig geil aus. Klar, es ist übernatürlich viel, aber die Farbe so, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wobei ich jetzt, sorry, dass ich mal ins Display gucke, aber einfach um mit euch darüber zu reden, ist es ganz gut. Wüsste ich jetzt nicht, also was meint ihr? Ich finde, die erste Perücke steht mir auf jeden Fall mehr. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Grau schon sehr künstlich jetzt auch wieder ist generell. Und dann mit dem Schwarz ist natürlich nicht, weil ich das nicht vom Typ her bin. Aber was meint ihr, nur Grau? Ist halt auch cool, ne? Aber die andere sieht, glaube ich, noch natürlich aus für ihre Verhältnisse. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ich setze euch die Perücken, wie gesagt, unten in die Infobox. Für mich war es jetzt mal ein witziger Gag, um das Ganze mal auszuprobieren. Und ihr habt sowas auch mal gesehen. Ich denke, das ist für euch auch ganz interessant. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. So richtig für den Alltag würde ich sagen, ist es jetzt nichts, es sei denn, es sind Perücken, die ihr dort wählt, die wirklich nicht ganz so lang und so voll sind und je nachdem. Was ich auch noch wichtig zu sagen finde, ist, dass wenn ihr zum Beispiel braune Haare habt und euch eine braune Perücke holt, dann könnt ihr natürlich ganz gut schon eure Babyhärchen vorne rausholen von den natürlichen Haaren und das macht das Ganze optisch nochmal natürlicher. Das kann ich jetzt natürlich nicht, weil ich eben jetzt hier einen schwarzen Ansatz habe und mit blonden Haaren, das sieht natürlich ein bisschen bescheiden aus, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also ich finde es cool, auf jeden Fall für Bilder mal getestet zu haben und so. Witzig, ich bin mal gespannt, inwieweit das Ganze noch mehr am Kommen ist. Aber wie gesagt, Shireen David und Co., die Stars, die sind ja schon die Ersten, die das schon machen. Und das Coole ist halt, mein Gott, es ist künstlich, aber wenn ihr Bock drauf habt, dann macht das.
andere Leute tätowieren sich das Gesicht und ich finde sowas cool, wenn man dahinter steht und das einfach feiert und cool findet. Und warum dann nicht auch mal eine Perücke? Und wenn man da irgendwie nur im Winter mit Mütze mal mit rausgeht, weiß doch kein Schwein. Klar sieht man, dass das nicht natürliches Haar ist, aber ich finde, solange es nicht billig aussieht und gut gemacht ist, warum nicht, wenn man Lust drauf hat? Einfach tragen, was gefällt. Das gilt ja generell bei Make-up und Co. Warum nicht auch sowas? Ja, jetzt freue ich mich über euer Feedback. Das Video war auf jeden Fall mal was anderes für mich und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Rabattcode ist in der Infobox, falls ihr Lust haben solltet und sagt, Mensch, ich habe auch Bock, mal sowas auszuprobieren. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video unterhalten hat. Und ja, ich mache jetzt nochmal Bilder. Ciao.